Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute geht's mal wieder um den Monat Mai, und zwar das Update und ja, so ein bisschen die Nicht-Review-to-Watchlist oder die Watchlist, zu der ich noch keine Reviews geschrieben habe. Ja, der Mai war, ist ein ziemlich fettes Update jetzt, kann ich auch schon mal sagen, weil, auch so ein paar Sachen, die eigentlich noch im April waren, hier mit reingefallen sind und man natürlich sich ein bisschen extra Budget zur Seite gelegt hatte, weil ja der gute Dave eine ganze Woche hier war. Und ja, ich meine, ihr habt ja schon bei mir und vielleicht auch bei ihm auf dem Kanal gesehen, das war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Christian hat uns auch besucht, also Mr. Schrotti 11. Ja, dementsprechend ist diesen Monat natürlich auch ein bisschen was zusammengekommen. Und ja, ein, zwei Sachen hatte ich ja auch tatsächlich auch schon vorbestellt gehabt und auch vorher schon bezahlt gehabt, und man hat sich einfach gefreut, dass sie endlich gekommen sind. Mache ich auch gleich hier einfach mit einer Sache mal den Anfang. Habe ich im April auch schon vorbestellt gehabt. Und zwar hier die Ghost in the Shell Box. Na, das wurde dann natürlich alles schön vom Medienversand im Vorfeld abgebucht. Ist ja bei Amazon oder so, da buchen sie immer beim Tag der Erscheinung ab. Hier, sobald man bestellt. Ja, und ich wollte sicher gehen, dass ich die Ghost in the Shell Box hier noch bekomme. Und da habe ich auch ein Unboxing zugemacht, ne, was da alles Schönes mit drin ist. Ne, der Soundtrack, ne, der Film in 4K oder einer 4K Blu-ray oder UHD Blu-ray, einer normalen Blu-ray, dann noch eine überarbeitete Fassung des Films und Bonusmaterial und ein Manga und ein Booklet und. Ist also eine sehr fette Box. Wenn ihr sehen wollt, was da drin ist, müsst ihr dann tatsächlich das Unboxing reinschauen. Dafür habe ich es gemacht. Plus ein Review zu diesem wirklich, wirklich sehr, sehr tollen Film. Und ja, was ich noch so sagen kann, ich weiß, also ich habe ja für die Box etwas über 80 Euro bezahlt. Meistens kostet es so um die 100 tatsächlich. Deswegen habe ich mich dafür Medienversand entschieden. Das Ding ist, es ist halt einfach ein riesiger Anime-Klassiker und wirklich ein fun-fucking-tastischer Film, ne, der halt wirklich ein Riesenklassiker sowohl für den Bereich Anime ist, als auch für den Bereich Science-Fiction und insbesondere nochmal hier Cyberpunk-Filme. Und ist einfach ein Bombending. Ja, womit machen wir weiter? Ich muss hier jetzt nämlich tatsächlich mal so ein bisschen schauen. Mach ich mal weiter mit den Sachen. Die habe ich ja im Video mit Dave nicht gezeigt gehabt. Da hatte ich ja nur das, was wir getauscht haben oder was ich von ihm getauscht bekommen habe, gezeigt. Jetzt will ich mal kurz gucken. Da muss ich wirklich mal sortieren hier. Gottes Willen. Die Sachen, die ich gekauft habe, während ich mit Dave unterwegs war. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal schauen. Machen wir das mal wirklich so ein bisschen hier. Na, kommt her, ihr Lumpensäcke. Na, so ein bisschen chronologisch. Und zwar waren wir ja, als wir den Dienstag in Hannover waren, ne, für die Fritz-Hamann-Tour nenne ich es jetzt mal, auch beim Saturn. Und da habe ich natürlich auch zugeschlagen, Dave ja auch. Sorry. Und zwar, ich bin ehrlich, der Saturn in Hannover ist meistens immer noch mal so 2 Euro bis ein paar Euro teurer als in einer normalen Stadt, sag ich mal. Aber man kann da auch manchmal Schnäppchen machen. Und eins davon war tatsächlich hier Enter the Void von Gaspar Noé. Ich habe den noch nicht gesehen, aber der hat mich halt immer schon interessiert. Bei Love bin ich mir noch nicht so sicher, aber der hat mich immer schon interessiert. Und ja, das ist kein Film, sondern ein Trip. Und ja, Gaspar Noé hat ja immer so visuell sehr spezielle Angriffe auf die menschlichen Sinne. Und deswegen Enter the Void, auch wenn er mit fast 3 Stunden natürlich schon mit über 2,5 Stunden eine ziemlich heftige Laufzeit hat für etwas, was so ein bisschen wuhu ist. Er hat mich einfach mal interessiert. Und wie gesagt, für den Preis, da wirklich 6 Euro oder was das war, da kann man den echt mal mitnehmen. Ja, dann stand auch schon lange auf meiner Liste Robin Hood. Sage ich, glaube ich, später auch noch mal kurz ein bisschen was zu. Ich mag den Film aber einfach. Und ist für mich tatsächlich auch eine der gelungeneren Robin Hood-Verfilmungen. Nicht die beste, aber cool. Und ne, der Cast ist halt einfach klasse. Und ich mag den. Ich mag den tatsächlich. Ja, dann Gettysburg. Gods and Generals hatte ich ja mir auf Blu-ray schon geholt. Und ich wollte jetzt tatsächlich den, ich nenne es mal Vorgänger, auch noch mal auf Blu-ray upgraden.
Und es ist natürlich, ich sehe hier auch gerade, das eine ist eine Bonus-DVD und der Film ist tatsächlich auf einer Blu-ray. Oh, ich muss da mal kurz unterbrechen, weil ich etwas sehr husten musste. Das ist echt scheiße. Ne? Eine Woche krank gewesen mit Corona. Ich habe es mir inzwischen auch mal eingefangen. Alles wieder gut. Jetzt gestern Spaziergang gemacht und dann Pollen. Ne, aber wie gesagt, ich wollte den auch upgraden, weil es ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Der Film, er dauert auch sehr lange, ne? 4,5 Stunden. Aber es ist schon eine beeindruckende Rekonstruktion dieser Schlacht. Historisch nicht ganz so perfekt, wie man eine ganze Zeit lang auch angenommen hat, aber das ist schon mal ein Mammutwerk und ist ein klasse Film. Definitiv. Und dann, ja, ein Upgrade, was lange notwendig war, The Rock. Absoluter Action-Klassiker der 90er. Für mich auch der beste Michael Bay-Film. Und wirklich einfach nur klasse. Ed Harris, Sean Connery, Nicolas Cage, muss man dazu noch was sagen. Ich glaube, ihr kennt alle The Rock und er ist klasse. Und wollte ich wirklich mal upgraden von der DVD. Beziehungsweise, ich hatte mir irgendwann mal digital geholt für 3 Euro. Ich will aber nochmal physisch hier haben, als Blu-ray tatsächlich. So, und dann gab es auch noch hier auch ne, einiges recht günstig tatsächlich beim Saturn gewesen. Mal so ein Angebot, auch manchmal haben sie ja so eine Grabbel-Schnapperkiste. Ja, dann der King Kong aus den 70ern. Ich hatte den auch lange auf der Liste. Wollte mir eigentlich immer das Steelbook holen. Und ja, ich weiß, im Steelbook ist auch die längere TV-Fassung drin. Aber ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Und er interessiert mich, weil ich ja die King Kong-Verfilmung bisher auch immer mochte. Also gut, nicht alle Fortsetzungen vom ersten Teil, aber ja, die Fernsehfassung hätte mich zwar auch interessiert, andererseits muss ich auch sagen, wieder über 30 Euro für das Steelbook, da habe ich für weniger als die Hälfte, ne, lieber den hier genommen, und weniger als die Hälfte, war falsch ausgezeichnet, statt 15 Euro drauf, gekostet hat er den letzten Endes 10. Da reicht mir die Budgetvariante. Ne, muss man auch nicht immer alles in der Collector's Edition oder sonst was haben. Ich bin auf jeden Fall mal auf den gespannt, ne, weil der Original King Kong ist klasse. Ich mochte auch Kong Skull Island, ne, der von Peter Jackson ist klasse. Der kam zwar immer sehr schlecht weg, aber ich glaube, wer King Kong mag, wird auch mit dem Film seinen Spaß haben. So, den nächsten Tag war, das hatte ich ja auch schon mal in dem Video kurz gezeigt, waren wir ja mit Christian denn hier bei uns in der Stadt oder bei mir in der Stadt noch im Saturn. Und da ja, war auch eine Grabbelkiste mit wirklich Grabbel. Ne, für 3 Euro die Filme oder 2,99 Euro. Einmal hier Dreamkeeper, das scheint eine Fantasy, ja, Zweiteiler Fernsehen aus dem Anfang der 2000er zu sein. Ich dachte mir einfach so, Fantasy-Filmchen, zwar ne, fürs Fernsehen wohl produziert, aber Himmel, Herr Gott, manche haben diese Dinger ja auch so ein bisschen Charme. Und ja, sagte mir nichts. Ich habe aber im Internet geguckt, scheint gar nicht mal schlecht zu sein. Also kein billiger Schrott, sondern wirklich ganz cool gemacht. Aber ich habe Dreamkeeper tatsächlich halt noch nicht gesehen. Oder Langfassung eines Kinofilms, ich habe keine Ahnung. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Für 3 Euro kann man dabei auch nicht viel falsch machen, sind wir ganz ehrlich. Genauso wie hier mit Bataillon der Verdammten von Russell Mulcahy. Ich mag ja Russell Mulcahy durchaus als Regisseur. Dieses Cover sieht so billig aus. Ne? Deswegen, das kann man auch nur in eine Grabbelkiste für 3 Euro packen, diesen Film mit diesem Cover. Das Ding ist, ich habe mit Christian und Dave mal kurz reingeguckt. Jetzt nicht wirklich, wie ist der Film oder worum geht's tatsächlich. Das hat man ein bisschen außen vor gelassen, sondern mal wie die Production Values sind. Ob das so aussieht oder... Aber sah... durchaus vernünftig produziert aus. Ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, ich muss mir noch angucken. War aber auch hier für 3 Euro Kriegsfilm von Russell Mulcahy, dachte ich mir. Ja, und wenn das Lexikon des internationalen Films, die ja immer so ein bisschen übermäßig krittelig sind, schreibt ein, ja, Punkt, 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 wird wahrscheinlich wieder entscheidender Teil ausgespart. Inszenierter Kriegsfilm, der in seiner Härte nicht von ungefähr an Spielbergs Der Soldat James Ryan erinnert. Wahrscheinlich ein mittelprächtig inszenierter Kriegsfilm oder sowas, aber naja, ich bin mal gespannt. Er sah auf jeden Fall nicht so billig aus, soll auch gar nicht mal so schlecht sein, also durchaus recht vernünftig sein. Wie gesagt, muss ich dann tatsächlich erstmal schauen. Und dann waren wir ja noch ein bisschen weitergegangen zu Müller.
Dave musste ja das Leid mal sehen. Wir haben ja beim im Restaurant ein bisschen drüber gesprochen. Christian kannte das aus Lüneburg, so nach Motto, ja. Naja, Dave kennt es aus dem Osten. Das hat er auch schön gesagt, ja, erinnert ihn an die Heimat. Naja, meine Freundin hatte sich da den hier Pokémon Volcanion und das mechanische Wunderwerk geholt. Sie fand ihn ganz gut. Ich habe den tatsächlich nicht mitgeguckt. Den hat sie geguckt, als Dave und ich Wrestling geguckt haben. ja, wie gesagt, aber hat meine Freundin sich geholt, fand ihn ganz cool. Ich bin nicht so ein Fan der Pokémon-Filme, ich bin ganz ehrlich. Ja, dann hatten sie da auch wieder, bei Müller liegen ja manchmal Sachen auch rum, die dann wirklich recht günstig sind. Na, hier, There Will Be Blood wollte ich mir auch lange Zeit endlich mal holen. Ich habe den vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber was ganz anderes, glaube ich, erwartet. Oder ja, einfach nur so nach dem Motto, oh, There Will Be Blood ist momentan Hype. Gucken wir mal an. Naja, dann auch eher nur so halbarschig geguckt. Also sind wir ehrlich, das ist dann auch wirklich, wann ist der Film nochmal rausgekommen? Steht ja gerade nicht. War ja irgendwann in den 2007. Ja, seitdem auch nicht mehr gesehen und ich wollte den Film hier nochmal richtig angucken, weil er ja von vielen ne, auch wirklich ne, als ein absolutes Meisterwerk ja, bewertet wird. Und ich sag mal, Daniel Day-Lewis als Darsteller ist sowieso immer großartig. Und Paul Thomas Anderson inszeniert ja durchaus auch sehr, sehr gute Filme. Deswegen wollte ich mir den nochmal angucken. Ne, und jetzt auch hier, ich glaube, waren auch 6 Euro, lag der da rum. Dachte ich mir auch, ja, mitnehmen. So, dann hatten sie auch hier The Lake da natürlich liegen und ich mag ja Kaiju-Action. Ne, oft stört mich ein bisschen das menschliche Drama, aber naja, The Host meets Godzilla. Ja, The Host war ich nicht so ein Fan von, Godzilla mag ich. The Host übrigens hatte ich ja geschrieben in dem einen Review, ne, dass der mir halt auch ein bisschen zu albern war einfach, der Humor hat mich einfach eher genervt. Ja, den haben wir dann Dave, Christian, meine Freundin und ich geguckt. Und es ist halt kein großer Kaiju-Klopper, aber da kommen wir nachher auch nochmal zu. Muss man ein bisschen was sagen, weil kommt hier sehr, sehr drauf an, wie, was man erwartet. Ja, und dann gab es noch eine 2 für 15 Aktion. Ich hatte mir tatsächlich Escape Room 2 mal auf die Liste gesetzt. Der erste war jetzt kein großer Wurf, aber unterhaltsam. Und der zweite soll ja tatsächlich auch gar nicht so schlecht sein. Ich meine, dieses Cover sieht auch so aus, nach Motto billig zusammengeranzt. Dann aber auch mal nachgelesen und soll wohl ganz cool sein. Und da ich den ersten ja auch schon durchaus mochte, meine Freundin auch, ja, brauchte man natürlich einen zweiten Film. Und ich habe schon für diese 2 für 15 Aktion. Ich habe ja ewig schon liebäugelt mit Belfast. War ja bei den Oscars auch ne, mit drin, aber da ja nicht gewonnen. Von Kenneth Branagh. Aber dieses Thema interessiert mich halt tatsächlich auch. Spielt ja auch in gewisser Weise natürlich da der Krieg eine Rolle, beziehungsweise die Probleme. Und hat mich einfach immer schon interessiert und dachte ich jetzt, lag nicht viel anderes rum, was mich jetzt so wirklich geflasht hat. Aber bei dem ich sage, da muss ich jetzt das Upgrade unbedingt haben oder sowas. Und dann dachte ich mir einfach, nimmst du den, weil der hat dich eigentlich immer schon interessiert. Und ja, du hast ihn halt noch nicht gesehen. So, das waren jetzt die Sachen, die ich denn unterwegs mit Dave und Christian tatsächlich geholt habe. Muss nochmal ganz kurz, weil ich nochmal so ein bisschen muss und was trinken muss. Ja, und dann mache ich ja nochmal weiter mit, geht wieder, ja, Review kam ja schon, aber die hatten Dave und ich uns dann mit meiner Freundin am letzten Abend noch angeguckt, Project Wolf Hunting. Na, das Mediabook war auch gekommen, hatte ich ja auch vorbestellt und ich fand den geil, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ist es ein guter, durchdachter, spannender, gruseliger Film? Nö. Es ist halt wirklich ein, 2 Stunden Gemetzel. Ne? Braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Dann kommt er in Fahrt, dann erinnert er sich irgendwann dran, oh, irgendwie müssen wir ja doch eine leichte Geschichte erzählen. Aber mir hat er einfach unheimlich Spaß gemacht und unheimlich gute Laune verbreitet. Also, wie gesagt, Review
ne, habe ich auf dem Kanal. Und wie gesagt, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich war auch erst skeptisch, oh, wo geht das jetzt hin? Aber ich hatte Spaß. So, dann, ja, aus England kam noch was. Einmal The Princess Bride, also Braut des Prinzen. Wollte ich tatsächlich auch nochmal physisch hier haben und gut, ist jetzt nichts für meine Freundin und deswegen dachte ich mir auch, jo, scheiß drauf, kannst auch die britische Blu-ray, die kostet halt wirklich ein Appel und ein Ei. Und die deutschen, ja, ich glaube, die normale, da kam man jetzt gar nicht mehr immer so einfach ran und die, ja, Collector's Edition oder so, auch wenn der Film cool ist, muss da nicht 20, 30 Euro für zahlen, wenn ich es für wirklich günstig kriegen kann und Englisch stört mich ja nicht. So, und dann hier noch, das hatte mich auch einfach mal interessiert, weil Charlie Chaplin ist halt wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr lustig. Und seine, ja, einen Teil der Langspielfilme habe ich ja hier. Die ersten, oder die Kurzfilme von ihm, die er bei Mutual gemacht hat, also die Mutual Comedies. Das sind 12 Kurzfilme, alle so um die halbe Stunde lang. Fragt mich jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, hier stehen sie halt auf Englisch. Ist auf jeden Fall vom British Film Institute. Ich wollte mal gucken, genau. Bedeutet halt auch einfach, man kriegt hier mal ein dickes Booklet. Das Remaster wird auch recht ordentlich sein. Und ja, wie gesagt, sind auf 2 Discs diese 12 Kurzfilme. Und ne, auch noch aus seiner Stummfilmzeit natürlich, weil hier reden wir von den Jahren 1916 und 17. Nur ich mochte die damals immer schon. Ne, hat meine Eltern Charlie Chaplin Kassetten und Dick und Doof. Oh, und ich hatte damals immer schon Spaß dran. Ne, wobei natürlich häufig dann noch ein deutscher Kommentar bei einigen Sachen mit dabei war bei den Videokassetten, aber hier, das stört mich nicht, die Musik und die Mimik, Gestik und was da passiert, das reicht eigentlich. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich werde auch nochmal sehen, dass ich das andere Set von, ich glaube auch vom British Film Institute kriege. Da waren es ja nicht die Mutual, da waren es, da wo Chaplin davor war, ne, 14, 15 und so, also 1914 und 15. Nein, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, hier, yes, Charlie Chaplin geht halt einfach immer. So, ja, dann war ich zwischenzeitlich, denn nachdem Dave da war, auch nochmal beim Müller reingestolpert. Und ich wollte es jetzt endlich einfach mal gesehen haben. Nope von Jordan Peele. Kommt bald das schriftliche Review. Ich bin mir jetzt gar nicht mal 100%. Ich habe nämlich ein paar Reviews vorgeschrieben, weil ich hatte es ja erwähnt. Ich war ja zwischenzeitlich, hatte ich mir ja Corona eingefangen. Ja, wenn man ja nicht groß draußen rumrennen kann, dann sitzt man halt zu Hause und guckt Dinge. Deswegen habe ich auch schon ein paar Reviews vorgeschrieben. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, wann der hier denn kommt. Aber ich sage schon mal so, ich fand ihn cool. Wirklich, also nicht Peels Bester, aber ich fand ihn durchaus cool gemacht, hat mich sehr unterhalten. Ist es natürlich ein bisschen weird, aber ich mochte ihn. Punkt. So, ja, dann geht's hier weiter. Um Gottes Willen. So, dann gab es nämlich bei Amazon eine 6-für-30 Aktion. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die hier zusammenkriege. Ja, irgendeiner gehörte da, glaube ich, nicht rein. Eine 6-für-30 Aktion, das hatte ich tatsächlich dann auch noch im April bestellt. Ja, bei dieser 6-für-30 Aktion. Und zwar, ehrlich gesagt, drei Upgrades dabei. Gottes Willen. Und zwar von digital abgegradet A Star is Born. Da hatte ich mir damals digital günstig geholt. Und der war wirklich richtig gut, der Film. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ist natürlich hier Warner. Aber ich glaube, das haben wir hier noch das ein oder andere Mal. Nein, aber Star Spawn war tatsächlich überraschend gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Musik ist cool gemacht. Bradley Cooper spielt klasse. Lady Gaga spielt tatsächlich klasse. Und ist wirklich ein sehr bewegender Film. Und ja, eben nicht so dieses 0815 Hollywood-Kitsch-Musical-Scheiß, was man eigentlich fast erwartet, wenn man das hier liest. Wobei die Geschichte von A Star is Born und den ganzen Vorgängern ja eigentlich immer schon ein bisschen düsterer war und sich ein bisschen mit Problemen auseinandersetzt. Aber klasse Film, tatsächlich. Also wer da so ein bisschen Abstand gehalten hat, weil nach dem Motto Schnulze und sonst was, nee, das ist wirklich ein gutes Drama.
Dann musste ich auch mal upgraden, hatte ich mir vor Ewigkeiten mal digital geholt, einfach weil damals die Regale noch nicht da waren. Black Klansman von Spike Lee. Sehr cooler Film, sehr unterhaltsam, ne? Schöne Satire. Wie gesagt, oh, ja, nee, der stimmt, das ist nicht Warner, der hat natürlich dann auch tatsächlich ein Wendecover gehabt. Geiler Film, ne? Und sehr unterhaltsam gemacht, ne? Verrückte Prämisse, aber basiert auf wahren Tatsachen. Und ist natürlich ein beißender Kommentar zu der Situation in Amerika, gerade wie Spike Lee dann natürlich in die Moderne blendet. Ich kann Spike Lee verstehen, dass der Twist war, dass in dem Jahr, in dem der hier für den besten Oscar oder besten Film Oscar nominiert war, ein Film wie Green Book gewinnt, der Heidi Mood, ne, der sicherlich nicht schlecht war, ne, kein Katzenpop ist, der sicherlich nicht schlecht war, aber sehr klischeebeladen und hier dann und vor allem nur von Weißen produziert, ne, die dann natürlich das Ganze romantisieren und hier Spike Lee, der das bissig macht, authentisch macht, ne, und wirklich ein bisschen, ja, sich auch mal zu, wirklich zu dem Thema äußert, schon seit Jahren und dann ignoriert wird. Ne, zumal auch Black Klansman tatsächlich der bessere Film ist. Ja, und dann noch auch upgraded von DVD, dann sieht wer Warner Damon, ne, Fallen. Cooler 90er-Jahre-Thriller. Irgendwie hat Gregory Hoplitz sowieso viele coole 90er-Jahre-Thriller gedreht. Und ja, ich mochte den. Der ist wirklich cool. Und der musste dann tatsächlich auch endlich mal in die Sammlung wandern. Und ja, bei 6 für 30 lohnt sich das. Ich muss auch noch mal ein bisschen Tempo machen, weil ich ja, glaube ich, auch noch tatsächlich ein paar Filme durchgehen muss, die ich geguckt habe. Ja, dann, einfach weil ich Denzel Washington mag und es geht um Serienkiller. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Little Things, ich weiß, der ist momentan bei Prime auch drin. Aber ich dachte mir, nee, kannst du den gleich physisch holen. Dann hast du die 6 für 30 Aktion zusammen und musst ihn noch gucken, was könntest du da noch nehmen. Nee, und wie gesagt, ich bin echt mal gespannt. Ne? Weiß nur, dass es da um Polizisten, Serienkiller geht. Und ich hatte mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so detailliert mit informiert. Mir reicht es, Denzel Washington, ich sehe den halt immer gerne. Und da dachte ich mir, haust du mal zu. Dann kam eine Empfehlung. Warner. Ich weiß gar nicht mehr von wem genau. Ich glaube, im Discord war es. Guckt, oder, nee, es war tatsächlich hier in den Kommentaren. Ich weiß es gerade nicht, wer das war. Ich soll mir Agenten sterben einsam angucken. Ja. Kommt dann noch. War auch in der Aktion drin. Und da dachte ich mir, ey, dann, wenn, ich glaube, ich hatte auch tatsächlich mal nach dem geguckt und dann gesehen, der ist in der 6 für 30 Aktion und da habe ich gleich mal geguckt, was noch von der Liste drin ist und dann, ja, wie gesagt, ich verlasse mich hier mal, ich habe mich gar nicht mit, groß mit befasst, worum es geht. Ich verlasse mich hier einfach mal auf die Empfehlung, ist auf jeden Fall ein Thriller, scheint während des Zweiten Weltkriegs zu spielen, wenn ich das hier hinten so richtig sehe. Also bin ich echt mal gespannt. Na, der Mimu muss hier ganz groß helfen, ja. Er hat, gibt hier gerade einem Film eine Kopfnuss. Heißt ja immer, Katzen wollen zeigen, dass es meins. Da hat er sich gute Filme für ausgesucht. Ich glaube, ich muss jetzt hier ganz kurz wirklich mal warten, bis, ne? Ja. Bis der Knödel hier mal zur Seite geht. Oh, oh, mach das, mach das. Ne, der will hier nämlich randalieren. Und genau, Mimu. Ich mach mal kurz Pause. So, ja, manchmal muss man mit ihm einfach mal kurz schmusen, damit er dann wieder zufrieden ist. Nee, der letzte Film bei der 36 Aktion war Quo Vadis. Historienepos. Und ich habe mir einfach mal vorgenommen, einige, die ich halt kenne, wie Spartacus, Ben-Hur, die auch alle toll waren, mal abzugraden. Beziehungsweise überhaupt mal erstmal richtig in die Sammlung zu holen im Falle von Spartacus. Kommt noch, hatte ich jetzt noch nicht, aber steht auf der Liste. Da dachte ich mir, kannst du ja auch mal das ein oder andere so mal holen. Und Quo Vadis, ne? Rom, Nero, fand ich sehr interessant. Komme ich aber auch gleich noch zu. So. Ja, und dann hatte ich ja auch noch mal hier, wie gesagt, einiges, das ist jetzt hier auch teilweise vermischt, teilweise noch aus dem April, teilweise ne, wirklich Mai. Paar Klassiker mussten auch sein. Langsam mal. Und zwar, weil ich noch nicht gesehen hatte, Papillon. Und Dave schwärmt so von diesem Film, da musste ich ihn mir holen. Das Review kam ja sogar schon bei Instagram und bei Letterboxd. Klasse Film. Wirklich klasse Film. Nie gesehen gehabt vorher. Auch immer im Fernsehen verpennt.
Und der ist wirklich klasse. Also ich fand den richtig, richtig gut. Ne? Das ist eine, wie gesagt, habe ich mir in erster Linie geholt aufgrund von der Empfehlung von Dave und weil es eine absolute Bildungslücke war und ich fand ihn klasse. Also wirklich sehr bewegendes Drama und puh, Steve McQueen haut schauspielerisch hier natürlich einen raus. Also beachtlich. Ne? Das Remake, ich muss mal gucken, ob ich mir das Remake irgendwann mal anschaue. Wird einen schweren Stand haben. So, dann eine weitere Bildungslücke, die ich mal ja, beseitigen musste, und zwar die 10 Gebote. Ich habe den echt bis in das Jahr 2023 nie gesehen gehabt. Fernsehen hat er mich nie interessiert. Meine Eltern hatten früher mal eine VHS von dem Ganzen. Hat mich aufgrund des Bibelthemas immer so ein bisschen. Na, Historienschinken und so, kein Thema, auch die Laufzeit nicht. Also dieses Bibelthema, weil es natürlich denn auch vieles verfilmt, wie es da denn steht. Und naja, da ist man, bin ich persönlich manchmal so ein bisschen, ja, der brennende Busch, ne, das Rote Meer teilen. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, nennen wir es mal. Ich habe mir jetzt aber trotzdem auch mal angeguckt, weil es auch eine riesen Bildungslücke einfach. Und, was soll ich sagen? Als Film gesehen, so finde ich ihn klasse gemacht. Also gerade für die Zeit, Cecil B. DeMille hat hier reingehauen, na, was ja, Opulenz angeht. Ist aber auch so spannend gemacht und tatsächlich diese, ja, auch über 4 Stunden waren es ja, glaube ich, oder an die 4 Stunden, wo steht es hier nochmal, ja, fast 4 Stunden, konnte ich aber gut wegschauen. Also, ne? Da haben wir heutzutage einige Filme, die, ja, auch fast 3 Stunden gehen, wo man eher das Gefühl hat, ich sitze mir hier den Arsch platt. Den konnte man sich wirklich gut angucken. Habe ich auch schon ein Review gemacht. Also hat mir auch tatsächlich gefallen. Wieder mal eine Bildungslücke geschlossen und das war dann nicht so ein, ja, jetzt hast du mal gesehen, jetzt kann er endlich, kann er auch aus der Sammlung verschwinden, sondern wirklich guter Film. Wirklich sehr guter Film. Womit wir bei der dritten Bildungslücke waren, die auch, ja, was auch ein sehr guter Film war. Wie gesagt, Papillon, fantastisch. 10 Gebote fand ich nur sehr gut. Machen wir jetzt auch ein bisschen unbeliebt. Ich fand den sehr gut. Das Review kam ja auch gerade erst bei Instagram und Letterboxd. Ja, der Weihnachtsklassiker. Ich bin ehrlich, ich verstehe, klar, spielt da an Weihnachten, aber ohne Scheiße. Die Message funktioniert doch auch wunderbar an jedem anderen Tag der Woche und des Jahres. Ich fand den Film cool. Ne, und aber das Ding ist für mich jetzt. Alleine wahrscheinlich schon, weil ich ihn jetzt auch das erste Mal gesehen habe. Nach fast 80 Jahren, die der Film auf dem Markt ist. Naja. Für viele ist das halt der Weihnachtsklassiker. Kann ich durchaus auch verstehen. Ich hätte mir hier tatsächlich gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr Zeit investiert in das, was wäre, wenn er nie geboren wäre. Weil wir haben hier sehr viel, ne, erfahren über sein Leben, kriegen mit, was denn daneben geht. Und ich fand es schade, dass der dritte Act ein bisschen gerusht ist, wo er denn mitkriegt, was würde passieren, wäre ich nicht. Und das fand ich, ich hätte mir fast schon gewünscht, dass das den Großteil des Films ausgemacht hat und das andere so ein bisschen weniger. Und deswegen war der, so gut der Film ist, für mich nicht so perfekt, wie viele ihn machen. Und ich werde mir den nicht jedes Jahr an Weihnachten angucken. Ich glaube, alleine. Ne, Mona würde mir den Kopf abreißen, weil sie liebt Schwarz-Weiß-Filme und alte Filme. Nein, aber ist auf jeden Fall wirklich ein Klassiker, zu Recht, und auch ein wirklich sehr guter Film. Ich hätte mir aber, wie ich im Review schon geschrieben hatte, ein bisschen gewünscht, dass er ein bisschen den Fokus mehr auf den letzten Part geschoben hätte oder sich für den ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Ja, weiter geht's, es dauert noch ein bisschen, ne, und dann geht's ja auch noch mal weiter. Naja. Ja, endlich mal upgraden, Land of the Dead. Ich hatte ja schon mal auch digital, ne, als die Regale nicht waren. Ne. Musste jetzt einfach sein, ich mag die ersten 4 Filme. Also die ersten 3 sind fantastisch. Der vierte von Romero hier, der Of the Dead-Reihe, ist sehr, sehr gut. Ich mochte den, ich habe den damals in der Sneak Preview gesehen. Ist ein klasse Film. Ich komme nicht an die ersten 3 ran, aber ist ein klasse Film. Die anderen mag ich nicht tatsächlich. Die Survival, Diary of the Dead und Survival of the Dead kommen ja auch nicht in die Sammlung. Ja, dann, ne, ich habe ja auch schon mal angekündigt, ich will ja dann auch mit den Franchise Ranked weitermachen.
machen momentan viele die Franchises zu ranken. kommt natürlich irgendwann auch Halloween. Und ich bin auch ehrlich, ich upgrade manchmal Sachen auch einfach gerne, weil die DVDs, ich meine, bei so einem Film wie The Rock, rein theoretisch könnte man da die DVD immer noch reinpacken, hat immer noch gute Qualität. Man merkt schon den Unterschied zwischen Full HD und einer DVD, klar. Aber es gibt auch DVDs, die haben keine gute Qualität. Das ist eigentlich ein Hauptgrund, warum man viele Horrorfilme oder so auch teilweise upgraden muss, weil die damals in so beschissener Qualität rausgekommen sind, dass man keinen Spaß hat, das zu gucken. Ne? Hatten wir ja Montag, Mondo Kannibale 3. Nicht nur, dass der Film scheiße war, sondern die Qualität der DVD war auch scheiße. Deswegen musste ich den auch langsam mal wirklich auf Blu-ray holen. Ne, sonst hätte man da tatsächlich auch, galt ja auch für die anderen Teile, habe ich mir nicht geholt, weil ich so ein riesen Halloween-Fan bin. Obwohl, als ich bei Letterboxd meine Bewertungen so ein bisschen übernommen habe von der Online-Filmdatenbank, war dann doch so schlecht finde ich Halloween anscheinend gar nicht. Es hat mich halt nur an sich nie ganz so begeistert wie andere Reihen, die tatsächlich im Schnitt wahrscheinlich schlechter sind. Den ersten Halloween muss ich auch nochmal auf Blu-ray haben, einfach damit, wenn ich das für das Franchise Rank nochmal rewatche, ich dann auch wirklich mich auf die Qualität konzentrieren kann und nicht versuchen muss, permanent die Qualität der DVD auszublenden. Außerdem ist ein Klassiker, den muss man einfach haben. So, auch ein Klassiker. Lohn der Angst, auch wie gesagt, wir sind hier wild durch. Ich glaube, die Klassiker hatte ich auch noch im April geholt. Ne? Lohn der Angst war auch bei diesen Klassikern dabei. Hatte ja auch noch ein paar, ne, Gutscheinpunkte und sowas. Ja, The Wages of Fear. Ganz großer Klassiker. Sehr existenzielles Drama. Das Review kam, glaube ich, auch schon jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe einiges geschrieben gehabt. Vorgeschrieben gehabt auch. Auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Film. Ne, ist also in einzelnen Szenen wirklich mordsmäßig spannend gemacht, weil die Stakes hier sehr hoch sind, weil es geht hier um das Leben der Leute. Wenn die da dieses Nitroglycerin, diese gefährliche und sehr landschaftsreiche Gegend fahren, ne, wenn er versteht, was ich meine. Und wie gesagt, ist aber primär eigentlich gar nicht mal so unbedingt ein Thriller. Es spielt natürlich eine große Rolle, aber ist auch vor allem auch ein existenzielles Drama. Und schon sehr interessant. Man muss natürlich auch Filme mögen, die dann ein bisschen in diese Richtung auch gehen. Aber gut, ist von Filmjuwelen, das heißt, eine gewisse Grundqualität war eh schon gewährleistet. Und ich kann ihn nur empfehlen, war wirklich sehr, sehr gut. Gibt da von William Friedkin, war es glaube ich auch noch ein Remake in Anführungsstrichen aus den 70ern war da glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, im Englischen heißt das Sorcerer, warum auch immer. Den muss ich mir auch noch holen, weil der soll auch ziemlich gut sein. Aber das ist hier so ein Ding, also gerade, ich kenne doch Dave, der mag alte Filme. Ne? Der ist gut. Ja, dann musste ich mir dann holen, weil bei unserem Müller Karma gibt es ihn ja nur auf DVD und ja, ganz im Ernst, warum sollte ich mir heute noch eine DVD holen, wenn ich eh alles in Blu-ray-Player packe und die Blu-ray 1-2 Euro mehr kostet? Das Parfüm der Dame in Schwarz, ne, von Mediax. Ein Giallo halt. Ne? Bin ich mal gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich mag Gialli und deswegen muss der sein. Ja, dann hatte ich vorbestellt, der kam auch noch im April. Ja, April. Ich glaube. Naja, er kam irgendwie so, dass er ins letzte Update nicht mit reingerutscht ist. Anscheinend. Ach du Scheiße. Habe ich ja auch ein Review gemacht. Und ja, wie gesagt, hier auch nochmal blöd der Beweis, falls böse Zungen hier behaupten sollten, naja, du hast das Review positiv gestaltet bei Instagram und hier bei, ne, bei YouTube, weil du den Screener sehen durftest, gratis, ne, bevor das Ganze ins Kino kam. Nein, ich habe ihn mir auch tatsächlich geholt, Dave ja auch, weil wir den wirklich beide auch klasse fanden, den Film. Der ist wirklich lustig und einfach geil. Ne? Horrorkomödie habe ich bei mir jetzt eher bei den Komödien eingeordnet, aber der ist wirklich klasse und als ich gesehen habe, den gibt's, habe ich noch gleich vorbestellt, weil der geil war. Der hat richtig Spaß gemacht. Ne? Da. Das ist, wie gesagt, dass ich das mal über einen deutschen Horrorfilm sage oder eine deutsche Horrorkomödie sage.
So, sind nur noch zwei Sachen, dann geht's dann um die Watchlist. Um Gottes Willen, es wird wieder ein langes Video. Ja, Anime-Klassiker. Na, wenn ich mir jetzt schon Ghost in the Shell geholt habe, da liegt er momentan. Ich bin ganz ehrlich, ich mochte ihn früher, war ich vielleicht auch noch ein bisschen zu jung oder zu interessiert an Action und sonst was. Ne? Deswegen mochte ich Ghost in the Shell früher nur so bedingt, fand ihn immer nicht schlecht, aber wie gesagt, jetzt, wenn man ein bisschen reifer ist, dann einfach genialer Film. Da dachte ich mal, kannst du ja auch mal einen anderen Anime-Klassiker nochmal holen. Und zwar Akira. Ne? Auch hier Cyberpunk, Body Horror. Es sind halt Themen, die mich durchaus interessieren. ja, hatte mich immer abgehalten, dass die Blu-ray teilweise über 20 Euro kostet. Als ich den gesehen habe, die ist jetzt für einen Zehner oder unter einem Zehner mal rabattiert worden, gleich zugeschlagen. Ne? Und ich war nie so ein Fan vom Zeichenstil, aber scheiß drauf, ne, jetzt habe ich ihn mal für einen vernünftigen Preis mitnehmen können. Ich werde dem Film auch nochmal eine Chance geben. Weil ich habe den früher mal wohl mal reingeguckt, aber ich mochte den Zeichenstil absolut nicht. Naja, ist halt bei sowas wichtig. Ja, und jetzt kommen wir dann nur zum letzten Teil des Update-Parts. Und ja, ich hatte es Ewigkeiten auf der Liste, wollte es mir immer mal wiederholen. Die Jim Jarmusch Collection. Und dann gab es sie nicht mehr. Ne, weil sie dann out of print war. Ich weiß auch warum. Weil Play-On Pictures, ne, hier schön Arthouse, eine neue Box rausgebracht hat. Und wirklich, es gibt ja eine, die auch überall erhältlich ist. Die ist ein bisschen günstiger. Ich habe mich für die Play-On Exklusive entschieden. Einfach, weil hier tatsächlich alle Filme drin sind. Und einer der mich am meisten interessiert hat, den hätte ich sonst nämlich dazu kaufen müssen. Und zwar der gute Only Lovers Left Alive. Und da dachte ich mir, nee, den nimmst du hier. Hier ist wirklich alles drin. Und hier ist wirklich alles drin. Ne, oh Gott. Ne, zwei Digipacks hier. Ne, muss ich jetzt erstmal hier mal reinpacken. Damit ich den anderen Kram, da kann ich das nicht durchgehen. Und das sind 14 Blu-rays und eine DVD. 14 Blu-rays und eine DVD. Und dann ist hier natürlich noch Stranger than Jarmusch ein Booklet drin. Das ist auch, ja, 60 Seiten. Das ist, glaube ich, dann auch exklusiv hier. Und Jim Jarmusch ist ja, ja, ich sag mal, blöd gesagt, einer der amerikanischen Independent-Filmer und Autoren. Und die Filme, die hier drin sind, sind halt alle seine Langspielfilme, seine Kurzfilme nicht. Ich bin ehrlich, ich habe viele davon nicht gesehen, aber es hat mich immer mächtig interessiert. Und deswegen, ich halte das mal kurz hier rein, die Art Cards. Permanent Vacation, sein Erstling. Kenne ich noch nicht, klingt aber auch sehr interessant. Die sind ja auch immer sehr charakter-driven, die Filme. Und sehr speziell, Stranger Than Paradise habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch hier. Ne, klingt halt, ist halt immer auch so eine Mischung aus ne, Drama mit komödiantischen Tönen. Down by Law ist mit drin. Und ich habe mir das nämlich Ewigkeiten schon mal durchgelesen für wegen der anderen Box. Und viele der Filme klangen halt auch sehr interessant. Ne, ist halt nicht das typische Action-Kino oder sowas. Mystery Train, ne, auch noch nicht gesehen, klang aber auch sehr interessant. Night on Earth mit den Taxifahrern, ne, klingt auch sehr interessant. Dead Man habe ich tatsächlich schon mal gesehen, vor Ewigkeiten. Ist auf jeden Fall sehr spezieller Film gewesen. Das Ding ist, als ich ihn geguckt habe, hatte ich ein bisschen falsche Vorstellung, was da kommen könnte. Und also alleine künstlerisch ist der auf jeden Fall schon mal geil gewesen. Ne, auch wenn er mich damals inhaltlich und von Art her so ein bisschen arthausig, ne, aber den kenne ich schon und ich fand den auf jeden Fall interessant. Ich möchte ihn jetzt mit etwas erwachseneren Augen noch mal sehen, weil mit 14, 15 oder was ich ihn geguckt habe, da ja, Year of the Horse, der ist tatsächlich nur auf DVD drin, das ist ja, über Neil Young war das, glaube ich, ne? Aber Musikdoku auch nicht uninteressant. Ne? Wäre in der anderen Box, glaube ich, auch nicht drin. Keine Ahnung. Und das war der Punkt, oder jetzt kommt der Film, weshalb ich gesagt habe,
ich gucke mir das mit der Jim Jarmusch Collection an und überlege tatsächlich mal. Ghost Dog. Mit Forest Whitaker in der Hauptrolle. Es ist ein geiler Film. Ich habe den leider nur auf DVD gesehen damals. Ich habe ihn leider auf DVD nicht geholt. Das heißt, ich habe ihn noch nicht in der Sammlung. Und die Blu-ray habe ich auch verpennt. Und die kostet ja inzwischen, kostet die Blu-ray ja teilweise schon 30, 40 Euro, je nachdem, wann man mal guckt. Vielleicht kriegt man es auch mal für 20 oder noch. Aber man zahlt auf jeden Fall immer eine ganze Menge. Und der ist wirklich klasse. Der hat mich auch, obwohl ich da noch recht jung war und dann für ein arthausiges Kino manchmal nicht so das Verständnis hatte, ich hatte einfach Spaß an dem Film. Der ist richtig cool. Ne? War eigentlich auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes, mal zu gucken, lohnt sich das vielleicht mit Jim Jarmusch? Du holst dir einzelne Filme und dann läufst du Gefahr, die alle wieder nachzuholen. Da bin ich dann eher derjenige, der dann lieber gleich die Komplettbox kauft. Ne? Wenn man das Geld übrig hat, versteht sich. Ne? Wobei, auch ich muss hier sagen, die Box kostet 99 Euro. Für 15 Filme mit Booklet und den Artcards und so, da eine schöne Collection kann man nicht mosern. Ne? Ja, dann haben wir hier Coffee and Cigarettes. Das ist ja so, wie ich das auch verstanden habe, so ein bisschen dieser Zusammenschnitt der Kurz, der seiner Coffee and Cigarettes Kurzfilme. Es geht um Menschen, die halt Kaffee trinken, Kippen rauchen und sich unterhalten in einzelnen Episoden. Ich finde alleine schon das Konzept, ich habe die Coffee and Cigarettes Sachen leider auch noch nicht gesehen, aber vom Konzept her einfach geil. Und wenn da pointierte oder interessante oder richtig schön alltägliche Gespräche kommen, hat das natürlich was Faszinierendes. Dann ist noch Broken Flowers mit drin. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil was wir noch gesehen haben. The Limits of Control, wo er dann ein bisschen mit dem Thema Thriller spielt, obwohl die sehr Jim Jarmusch-artige Art und Weise. Dann der Film, der in der anderen Box nicht drin ist, was mich anpisst, weil der mich mit am meisten interessiert, Only Lovers Left Alive. Ne, der Vampirfilm, und der soll ja wirklich auch wieder sehr speziell sein, aber wirklich ein unglaublich schöner Film auch sein. Ja, Patterson. Gimme Danger, auch eine Doku. Und ich mag The Stooges einfach. Die Ur-Punk-Band, wenn man so will. Und mit Iggy Pop. Und da bin ich auch schon mal riesig gespannt drauf. Also allein, wenn da allein schon Stooges Musik drin ist, hat die Doku schon gewonnen. Ja, und der letzte Film, der hier drin ist. Viele haben ihn gehasst. Ich fand ihn speziell, aber nicht per se schlecht. In Acquired Taste, Jim Jarmusch's Take auf das Zombie-Genre The Dead Don't Die. Ich weiß, viele hassen den Film. Ich muss ehrlich sagen, der war so furztrocken und so speziell. Ich fand das eigentlich schon wieder sehr cool. Ist kein Meisterwerk. Ich werde mir auch nochmal wieder angucken. Aber ja, das ist... Es ist kein Zombie-Film im klassischen Sinne. Ich mache das gleich mit den Podcasts. Kein Zombie-Film im klassischen Sinne, aber der war schon cool irgendwo. Ne? Mit diesem Deadpan-Humor, dass die wirklich die Protagonisten ja auch so fast schon teilnahmslos an dem Ganzen nach dem Motto einfach so nicht Zombie-Apokalypse, Panik überleben, sondern ja, mit einer, nennen wir es mal, inneren Ruhe. Ich fand diesen trockenen Humor einfach irgendwo schon sehr cool. Auch wenn der Film nicht perfekt ist. Jetzt habe ich mich nochmal unbeliebt gemacht. Ach ja, eine Sache hatte ich noch digital tatsächlich geholt. Und zwar den neuen Hellraiser-Film. Da kommt ja auch bald das Review. Und das Ding ist, ich hatte ja jetzt erstmal Mondo Cannibale mit Dave und ich wollte nicht einen Monat nachdem Dave da war, dann noch ein Dave-Video bringen. Und das wollte ich dann auch schön zwischendurch, damit es dann auch halbwegs zeitnah ist. Hab genug Sachen, die vorproduziert sind an Reviews. Na, da will ich denn sowas nicht auch noch tonnenweise nach hinten schieben. Und dann kommt ja noch das Wunsch-Review nächste Woche. Deswegen kommt danach dann erst Hellraiser. Aber den habe ich mir digital einfach geholt. Ich will eigentlich nichts mehr digital holen, weil platztechnisch kriegt man es noch gut sortiert. Ich bin aber auch ehrlich, ich gebe nicht 13, 14, 15 Euro für eine DVD aus und mach den Scheiß dann mit. Ich will entweder eine Blu-ray, weil ich den Film in HD sehen möchte, entweder eine Blu-ray oder, wenn es die halt nicht gibt, dann kaufe ich lieber zur Not den Film jetzt digital, weil Paramount Plus habe ich nicht. Interessiert mich auch, ehrlich gesagt, aktuell kein Stück.
Ne? Und dann hole ich mir lieber wirklich die digitale Version davon. Einfach damit man mal sehen kann. Weil wie gesagt, DVD, selbst wenn die Qualität definitiv nicht schlecht ist, wie bei einigen alten Horrorfilmen, ich mag halt wirklich dann lieber HD-Bild. Ne? Weil ich sowas dann, weil es ja auch optisch teilweise eine Rolle spielt, dann lieber einen wirklich HD habe. Aber wie gesagt, ich sehe schon, die bringen den wahrscheinlich eh demnächst irgendwann mal auf Blu-ray raus, haben nur jetzt am Anfang nicht. Ich finde das auch, was soll der Scheiß, dass man einen Film, ja, sag ich mal, in die Kinos bringt, teilweise ausgewählte, und dann wirklich Streaming macht oder die fucking DVD. Ich meine, vielleicht ist die Blu-ray einfach in der Produktion auch teurer. Und man sagt sich deshalb, nee, dann machen wir halt die bitte DVD. Ne? Wobei ich mich da auch immer frage, nichts gegen DVDs. Ne? Ich habe auch einige Sachen auf DVD, die gibt es auf Blu-ray noch gar nicht. Es gibt auch einige Sachen, die werde ich, auch wenn sie cool mir gefallen haben, nicht unbedingt upgraden. Mein Problem tatsächlich mit was ich nicht verstehe, die Leute haben teilweise 4K-Fernseher zu Hause, sie haben Blu-ray-Player zu Hause oder 4K-Blu-ray-Player. Ne? Aber auf jeden Fall haben die meisten Leute heutzutage wirklich einen Full-HD-Fernseher zu Hause und einen Blu-ray-Player. Und dann schmeißen sie angeblich, die kaufen in Deutschland zum Beispiel viele ja noch DVDs, also überwiegend auch DVDs, dann schmeißen sie die DVD rein. Nach dem Motto, ich hole mir die Technik, weil ich muss, aber bei den DVDs und Blu-rays greife ich immer noch zu DVD. Nichts gegen eine DVD, aber ich bin ehrlich, bei neuen Releases würde ich mir immer lieber erstmal die Blu-ray oder lieber die Blu-ray holen. Es sei denn, man kann wirklich mal ein Schnäppchen machen oder sowas, aber ich verstehe es wirklich nicht. Also bin vielleicht auch ich, aber hey. Naja, ne, also deswegen, ich fand das eine Sauerei, dass Hellraiser, der neue, wirklich nur digital und auf DVD momentan erhältlich ist. Ne, und die DVD hätte meiner Freundin übrigens nicht gebracht wegen dem Englisch, also war eh dann klar, digital ist sinnvoller, dann kann sie mitgucken, weil der dann auf Deutsch ist. Wie der Film mir gefallen hat, Spoiler, oh, nein, kommt im Review dann, aber das, wie gesagt, übernächste Woche leider erst. So, und jetzt, ja, kurz zu der Watchlist des Monats, und dafür muss ich hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ja, und damit das jetzt nicht ganz so lange dauert, ich habe da auch viele Sachen dabei, die ich, ne, während ich krank war, halt so geguckt habe auch. Nicht mal unbedingt immer nur auf Blu-ray, auch allgemein einiges digital geguckt. Also erstmal ging es los mit Jason und die Argonauten, ne, mit den Harryhausen-Effekten. Das war definitiv ein sehr, sehr cooler Film. Da macht Mimu erstmal Randale. Ich glaube, der ein oder andere Sindbad-Film hat mir tatsächlich besser gefallen von denen, die ich jetzt gesehen habe. Aber Jason und die Argonauten definitiv ein Klassiker. Ich habe da gerade mal geguckt, da steht die Box. Beziehungsweise die Box und der Film einzeln. Nee, aber der hat mir gut gefallen. Schönes, klassisches Oldschool-Feeling, der Film. Und ja, die Effekte von Harryhausen, ne, sind natürlich heute nicht mehr perfekt. Aber es ist halt schon beeindruckend, wenn man guckt, ne, dass das alles mit Stop-Motion-Technik gemacht ist. Ja, dann hatten wir Black Rock Shooter geguckt, Anime, und ja, es sind auch nur 8 Folgen. Hat mich nicht so abgeholt, weil die Grundprämisse ja nicht uninteressant ist, das Ganze aber so ein bisschen übermelodramatisch ist, und es hat mich einfach nicht abgeholt. Es ist zwar gut gezeichnet, viele Szenen sind wirklich auch toll gemacht, aber das ganze Drama, das war so... Hat mich einfach nicht abgeholt. Ne, gibt es anderes im Bereich Anime, was ich mag. Ja, dann hatten wir Alone oder auch Never Grow Up heißt der, glaube ich, auch im Original geguckt. Ja, so ein Postapokalypse-Ding ist an sich gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber irgendwas hatte auch der Film, was mich absolut nicht abgeholt hat und wo ich mich dann einfach irgendwann so ein bisschen, ja, ne, also das, die Parts, die richtig cool sind, wo man das Gefühl hat, Apokalypse-Action, am Ende wurde es halt sehr gegen Mitte des zweiten Aktes oder so, es wurde halt irgendwann sehr dramalastig, aber das Drama war jetzt halt nicht so, ja, mitreißend, dass es mich umgehauen hätte. Ja, dann hatten wir Bloodlands geguckt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der noch hieß. The Bloodlands hatten wir auch mal für 3 Euro beim Saturn mitgenommen mit Pollyanna McIntosh.
ja, Backwood-Terror. Ne? Und der Regisseur hat hier tatsächlich auch so ein bisschen ja, auf den das Unabhängigkeitsreferendum mit angespielt von Schottland gegenüber England. Ne, da hat er viel mit drinne. Jetzt macht Minuda Randale. Der nimmt einen Karton auseinander, ne, in dem die Linksbox drin war, eine Jim Jarmusch-Box. Aber jetzt scheint er sich reinzusetzen und war da zu zerstören. Na egal, ich mach mal, ich hoffe, das macht gerade nicht zu viel Lärm da. Ich weiß, die meisten Leute wollen lieber Minato sehen als mich, aber gut. Nein, aber Bloodlands war unterm Strich ja in Ordnung. Ne? Also ich fand ihn gar nicht mal schlecht. Das lenkt jetzt mich ab. Ja, dann hatten wir noch, Minato hat sich inzwischen, ja, hat kein Interesse mehr an dem Karton, momentan. Dann hatten wir noch Zorn der Titanen geguckt. Wir hatten ja den ersten Kampf der Titanen schon geschaut gehabt, mal vor einer gewissen Zeit. Den haben wir ja mal von Dumbo gekriegt. Der war ganz cool. Der zweite, Zorn der Titanen, ja, ist halt Fantasy-Gedöns. Kann man sich gut angucken. Ist jetzt nicht schlecht, aber... Ja, ich bin auch ehrlich, war jetzt auch nichts, wo ich sagen muss, oh, muss man sie unbedingt holen. Reicht eigentlich, wenn man einmal gesehen hat. Ist halt, ja, ich sag mal, 0815 Fantasy-Blockbuster-Kino. Ja, dann sind wir tatsächlich bei The Lake. Ne, also da merkt schon, die Sachen haben wir nicht geguckt, als ich krank war. Ne, waren wir bei The Lake, hatte ich ja schon erwähnt. Den haben wir mit Christian und Dave geguckt. Und ja... ist an der Stelle vielleicht mehr The Host als tatsächlich Godzilla. Denn das Creature-Design ist cool, ist auch wirklich für einen thailändischen Film klasse gemacht, auch die Effekte. Es ist allerdings ein sehr, ja, ich sag mal, das menschliche Drama nimmt hier wirklich einen ganz zentralen Punkt ein. Und da haben wir gleich mehrere Gruppen von Charakteren, die eine Rolle spielen. Wie gesagt, wer einen Kaiju-Film erwartet, der wird das hier tatsächlich auch so sehen. Ja, typisches Kaiju-Filmproblem. Das menschliche Drama ist zu sehr der Fokus und die Kaiju-Action kommt etwas zu kurz. Wenn man das aber weiß, dass der Film ja wirklich mehr das menschliche Drama in Fokus stellt und das Creature-Feature und Kaiju mit eine Rolle spielt, aber nicht der Fokus ist, so wie das denn schnell mal wirkt, wenn man sich mit so einem Film erstmal nur oberflächlich beschäftigt. Will man das menschliche Drama sehen vor dem Kaiju-Hintergrund, dann ist der Film ganz gut gemacht, nicht überragend, aber ganz gut. Will man natürlich reine Kaiju-Action sehen, dann ja, würde man vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, weil, naja, deswegen der Film, man konnte gut gucken. Es war dann aber wirklich so ein bisschen, ist ja kein richtiger Kaiju-Stumpf-Action. Da muss man so ein bisschen in die Perspektive rücken, weil das Drama so ganz gut funktioniert und ist unterm Strich ein solider Film. Ne, aber man muss halt auch wissen, ne, dass da, man muss sich auf das Drama einlassen, weil sonst ja, ist es halt ein Kaiju-Film, der einfach nicht abliefert. Ne, als Drama vor dem Hintergrund geht es aber ganz gut. So, dann hat man noch Kentucky Fried Zombies geguckt. Und ich sage dazu nur eins, der Film heißt im Original Diner, also Die, wie sterben, ne, Ner, ne, weil es ist ein Wortspiel auf Diner, weil es in einem Diner spielt. Und es ist ja schon furchtbar, dass beim Originaltitel in Klammern ein Get It, Fragezeichen, dazugehört, verrät alles. Der Film möchte unheimlich clever sein, möchte unheimlich kultig sein, ist aber unterm Strich wirklich nur ein, ja, vom Inszenatorischen, eigentlich ist es ein Amateurstreifen, der hat wenig Budget gehabt, der Film, er ist nicht wirklich blutig, er ist nicht lustig, der war einfach scheiße. Also der war wirklich scheiße, der Film. Und deswegen meine ich, dieses Diner, get it? Das zeigt auch, wie der Film ist. Wirklich so nach Motto, Gesundheit, Schatz. Wirklich nach Motto, nee, einfach nur nein. Versagt eigentlich bei allem, was er tun möchte. Und ich habe mal online ein bisschen geguckt. Manche Leute fanden ihn wohl ganz cool, aber nein, geht einfach gar nicht, der Film. Ist wirklich billiger Schrott, der keinen Unterhaltungswert hat, weder... was Humor angeht, noch was Kultfaktor angeht, noch was den Zombie- und Horror-Part angeht. Einfach Crap. Ja, dann hatten wir bei Netflix Drifting Home geguckt. Der war so ganz cool gemacht. ja,
ist ein netter Anime. Ne? Nichts Weltbewegendes, aber so ganz cool gemacht. Die Geschichte ist auch nicht uninteressant, ne, dass die denn da, ja, ich sag mal, in diese Parallelwelt geraten und ja, auf diesem Haus, was dann bald abgerissen wird, quasi über so einen riesen Ozean der Erinnerungen, nenne ich es mal, da lang treiben und da ja überleben müssen, aber auch wegkommen müssen. Wie gesagt, hat mir gut gefallen. Nichts Überragendes, kein Meisterwerk, aber ne, durchaus netter Anime und definitiv eine der sehenswerteren Sachen, die bei Netflix da im Programm sind. Ja, dann hatte ich auch schon, um Gottes Willen, angekündigt, ich muss hier mal schon mal ein bisschen, ne, der Robin Hood mit Kevin Costner und Morgan Freeman und Alan Rickman als Sheriff von Nottingham. Ich mag den Film, der hat mir da immer schon sehr gut gefallen und ist eine wirklich, wirklich gute Robin Hood-Verfilmung. Kann natürlich sagen, Kevin Costner. Aber ne, ist spannend gemacht, ist ne, durchaus actionreich. Morgan Freeman ist klasse. Auch Kevin Costner ist klasse. Und wie gesagt, vor allem Alan Rickman als Sheriff von Nottingham ist natürlich großartig. Ist ein wirklich sehr, sehr cooler Film. Und ja, wer Robin Hood und Abenteuerfilme mag, der kommt hier eigentlich auf seine Kosten. Auch Christian Slater ist hier wirklich cool. Also ich weiß gar nicht, warum der Film manchmal so viel Flack kriegt. Der ist wirklich Top-Unterhaltungskino der 90er. Und wie gesagt, eine der besten Robin Hood-Verfilmungen. Ne? Also weiß ich gar nicht, warum der so viel Flack kriegt. Ne? Mir gefällt er mal sehr gut. Deswegen war ich auch froh, dass ich denn die Langfassung mir nochmal auf Blu-ray holen konnte. Naja. Ja, dann kommen wir zu Quo Vadis. Ne? Ja. Große Epen-Monumentalfilm aus den 50ern. Und hier die Geschichte, dass es um Nero geht und so, ist recht cool. Auch mit dem, ja, ich sag mal, römischen, ja, nicht Legionär, ist ja schon ein bisschen höher gestellt, der sich dann in eine christliche Sklavin verliebt. Und ja, geht hier natürlich da viel darum, was Nero getrieben hat, denn dass Rom gebrannt hat, die Christenverfolgung und so. Ist natürlich historisch. Inzwischen, ja. Nero war sicherlich kein großer Anführer des Römischen Reiches, aber so wie ich das nachgelesen habe mal, wird er hier auch häufig schlechter und schlimmer dargestellt, als das teilweise wirklich war. Und ne, Historiker haben ja wohl inzwischen auch so gesagt, also das mit er hat es vielleicht in Auftrag gegeben oder ähnliches, aber er hat definitiv ist er nicht direkt dafür verantwortlich gewesen, dass Rom brennt. Und er stand da sicherlich nicht und hat auf seiner Harfe oder Leier da Musik gemacht. Der Film hier natürlich dann schon ein bisschen in, ich sag mal, in den klassischen Klischees verhaftet. Und ist per se nicht uninteressant, ist definitiv auch kein schlechter Film. Ach, es ist aber, er kann mit den großen anderen Monumental eben einfach nicht ganz mithalten, finde ich. Ist gut, aber nicht überragend. Und ja, mein, fies gesagt, verstehe ich, dass er bei im Vergleich zu Filmen wie Die Zehn Gebote, Spartacus, Ben-Hur und sowas immer so ein bisschen untergeht bei vielen, weil, ja, wie gesagt, gut ist, aber auch, wie gesagt, nicht überragend. Dafür ist dramaturgisch einiges zu, ja, ne, die Christenverfolgung wird natürlich dann dargestellt, aber es sind halt auch viele Szenen, wo dann ne, Christen hingerichtet werden und ne, im Kolosseum gekämpft wird und ja, aber trotzdem, wie gesagt, kein schlechter Film. Ja, dann hatte ich mal bei der einen Shaw Brothers Box ein bisschen weiter geguckt, ne, wer die auch hat, weiß, wie auch noch nicht zu unendlich viel gekommen bei der ersten, obwohl die habe ich bald durch, die zweite muss ich dann nochmal anfangen demnächst. Ja, da habe ich Five Deadly Venoms gesehen, die unschlagbaren fünf, hieß er, glaube ich, auf Deutsch. Egal, Five Deadly Venoms ist tatsächlich hier natürlich klar, Martial Arts Kung Fu Film, hat aber hier so ein bisschen, ich nenne es mal Murder Mystery mäßig, geht er da ran. Ist auf jeden Fall, ja, cooler Shaw Brothers Film. Ne, also, wie gesagt, geht hier um die ne, Schüler eines ja, verstorbenen Meisters und zwei davon wollen sich einen Schatz aneignen. Sein letzter, sechster geheimer Schüler soll jetzt halt da ein bisschen, ja, ich sag mal, ein Auge drauf haben, wer da eventuell wie sich auch daneben fällt und ob die sich an seine Lehren halten oder einfach nur die Stile, die sie beigebracht gekriegt haben, bleh, ob sie die nutzen, um Schlechtes oder Gutes zu tun.
Naja, und wie gesagt, da geschehen dann auch Morde und ne, Leute werden hier versucht, aus dem Weg man versucht, Leute aus dem Weg zu räumen, um halt an, ja, ich sag mal, das Vermächtnis des Meisters zu kommen. Und ja, natürlich ist hier klar, ne, sind einige der Leute eher böse, einige eher gut. Ist aber auf jeden Fall ganz spannend gemacht, hat auch gute Kampfszenen. Ist nicht der größte Shaw-Klassiker, aber definitiv ein cooler Film. Hm. So, und dann habe ich auch direkt danach nochmal auf der Disc Crippled Avengers geguckt. Fragt mich jetzt auch wieder nicht, wie der auf Deutsch gerade heißt. Geht hier um, ja, ne, einen Kung-Fu-Meister und, ne, ja, ich sag mal, so ein Vorsteher von so einer Region, ne, dessen ja, Sohn, dem werden die Arme abgetrennt, der hat den, ne, ich sag mal, so künstliche Arme. Und ja, die haben dann so eine Terrorherrschaft da in der Region und töten, oder nee, töten nicht, aber ja, vier andere Kämpfer, die denen da ein bisschen erstmal Stück für Stück Widerstand leisten wollen, werden von denen halt verkrüppelt, einfach um, ja, ich sag mal, ihnen eine Lektion zu erteilen. Und die lernen dann von einem anderen Meister, ne, wie sie trotz ihrer Handicaps, ne, dass der eine keine Beine mehr hat, der eine, ja, ich sag mal, eine geistige Behinderung davon trägt, muss man hier sagen, nicht unbedingt optimal dargestellt, aber gut, das sind die 70er, einer blind, einer taub, und dass die dann trainiert werden, um dann letzten Endes den Typen und seinem Sohn und deren Verbündeten Einhalt zu gebieten. Wirklich cooler Martial Arts Film, und das Einzige, was man wirklich kritisieren kann, ist, dass der mit der geistigen Behinderung, die er dann nur von gewissen Aktionen auf den Kopf kriegt, dass die Darstellung halt sehr, sehr schlecht gealtert ist. Aber sonst klasse gemacht, wirklich sehr spektakuläre Kampfszenen und wirklich cooler Film von Shaw Brothers mal wieder. So, keine Angst, ist nicht mehr so unendlich viel. Dann hatte ich Goldrausch von, oh, mit Charlie Chaplin geguckt. Natürlich ein Klassiker von Charlie Chaplin. Ich meine, legendär ja die Szene, wie er denn da in der Hütte die den Schuh essen. Nein, aber ist halt einerseits natürlich durchaus, ne, lustig, ne, pfiffiger Slapstick mit drin, auch hier der legendäre Schuhtanz. Viele coole Szenen drin, aber hat natürlich auch hier wieder eher so diese, ja, diesen dramatischen Punkt mit drin und auch vor allem so ein bisschen diese Anspielung auf, ja, ich sag mal, den Kapitalismus und, ne, den ja, wie das in Amerika halt häufig läuft. Ne, deswegen, da steckt auch immer noch viel, viel mehr drin bei Chaplin als teilweise nur der reine Humor. Und deswegen Goldrausch, natürlich richtig toller Film. Ja, was auch noch, hatte ich noch geguckt, den hatte ich tatsächlich denn nur geguckt, den dritten, Gamera, ne, also von der Trilogie aus den 90ern. Ja, der war auch solide bis gut, ne? Hat natürlich viel coole Kaiju-Action, natürlich auch wieder ein bisschen mehr menschliche ja, Sachen als notwendig waren. Die Trilogie aus den 90ern wird ja von vielen als das Event des Kaiju-Films teilweise überhaupt gefeiert. Ich muss sagen, der erste, den fand ich wirklich richtig klasse. Der zweite und dritte, die waren halt wirklich gut. Ne? Auch, ne, besser als manches, was Gamera, das Gamera-Franchise zwischendurch so abgeliefert hat. Wie gesagt, waren cool, aber, also auch der dritte war ganz cool, aber hat mich auch nicht komplett umgehauen. Muss ich auch dazu sagen. Aber wie gesagt, kann man sich definitiv gut angucken, wenn man ein Kaiju-Fan ist. So, dann die zweite Staffel Black Lagoon geguckt. Ja, war gut. Ne? Also richtig gut, hat mir, wer die erste mochte, wird auch mit der zweiten Spaß haben. Ne? Revi ist halt einfach, ja, durchgeknallt. Nein, aber Black Lagoon, der Anime, sehr cool, und auch die zweite Staffel hält damit. Ne? Brutale Action-Szenen, viel ja, makaber und schwarzer Humor und einfach klasse. Dann hatten wir noch Grimoire of Zero geguckt. Tatsächlich vieles, was wir gesehen haben, als ich krank war, habe ich dann halt review-technisch geschrieben. Grimoire of Zero ist halt, ja, Standard-Fantasy-Anime. Ne? Ist unterhaltsam, macht durchaus Spaß, bietet aber wenig, was man noch nicht gesehen hat. Und hier ist natürlich schon eine ganz coole Sache mit der Hexenverfolgung an sich, wie das da eingebaut wird und dem Konflikt. Aber ist an sich halt auch wirklich nichts, was man nicht grundlegend schon ein paar Mal gesehen hat. Aber ist halt an sich unterhaltsam gemacht. Aber jetzt auch nicht so überragend unterhaltsam wie einige andere Animes, die viele Klischees haben. War aber ganz gut. Ja. Aber da gibt es andere Sachen, die man sich unbedingt ansehen sollte. So, und dann ja noch bei Prime, Sobibor.
der russische Film über das Vernichtungslager Sobibor. 2018 war der, glaube ich. Ja, ich sag mal so, von der Grundstimmung und so trifft er das schon recht gut. Auch Russell Mulcahy, Christopher Lambert hier als Lagerkommandant ist erstmal weird, aber da ist auch geschrieben, aber per se jetzt erstmal gar nicht schlecht, auch wie das Ganze aufgebaut ist und so von der Stimmung, klasse. Was aber dem Film so ein bisschen im Weg steht, ich sag's mal so, ist, fiese Leute würden jetzt sagen, das ist so eine, ja, einige haben gesagt, Torture-Porn im Dings. Nein, das ist eher so ein Elends-Porn. Da wird viel mit dem Elend gespielt und dann nochmal raufgehalten und das dramatisch macht, wie dramatisch und traurig und tragisch das Ganze ist. Es ist halt, wirklich schwierig, einen Film über ein Vernichtungslager zu drehen. Das Ding ist, Spielberg, so viel er natürlich bei Schindlers Liste auch die bewusste Emotionen des Zuschauers lenkt. Und auch wenn ein, zwei Szenen meiner Ansicht nach bei Schindlers Liste wirklich so ein bisschen sind. Ich sag nur die Duschszene. Aber Spielberg nähert sich dem Ganzen mit Respekt. Auch ein Film wie Die Grauzone, der natürlich auch sehr düster ist, nähert sich dem Ganzen mit einem gewissen Respekt. Hier hat man das Gefühl, also wenn eine der ersten Szenen halt dann auch ist, wie da Leute in die Gaske, die halt nicht arbeitsfähig sind und nicht irgendeinen Beruf haben, dass sie da in Sobibor ausgenutzt werden können. Ja, wenn dann eine der ersten Szenen quasi mit ist, dass die in die Gaskammern kommen und dann das Gas reinströmt und die stehen da und man sieht das dann, ist in dem Kontext unpassend. Und allgemein wird hier viel das Elend zwar dargestellt, aber nicht, ich sag mal, wirklich emotional ergreifend, auch nicht nüchtern distanziert, sondern wirklich so ein bisschen, ja, könnte fast schon sagen, exploitativ ein Stück weit. Na, einerseits, also nicht nach Motto, das war schlimm, was damals passiert ist und wir wollen jetzt aufklären, nicht, wir wollen das jetzt emotionalisieren und euch mitnehmen, wie dramatisch das ist, sondern wirklich eher ein, ne, hier kommt noch mehr Elend und Leid und sonst was und ergötzt euch dran? Keine Ahnung. Also ich weiß, die Intention ist hier sicherlich nicht böse gewesen, aber ist halt in der Intention sicherlich gut gemeint, aber verfehlt es manchmal. Also war nicht per se schlecht, aber schon an vielen Stellen so ein bisschen, ja, von der Wirkung her am Ziel vorbei. Also deswegen kann man sich durchaus mal ansehen. Ich muss mir echt nochmal Flucht aus Sobibor mit Rutger Hauer angucken. Ich denke mal, der wird das ein bisschen besser gemacht haben. Weil unterm Strich geht es hier darum, die meiste Zeit wird das Leid gezeigt und der Aufstand, der ist dann am Ende so ein bisschen drin. Es wird wirklich das Leid gezeigt, nicht wirklich intensiv, wie das möglich war, dass der Aufstand da Erfolg haben konnte. Weil die meisten Aufstände oder Ähnliches in anderen Vernichtungslagern oder KZs war nicht so erfolgreich. Na, und anstatt, dass man da einen Film macht über ja, Widerstand und Ähnliches, macht man hier vor allem einen Film über das Leid. Und nein. Ja, und dann zu guter Letzt bei Netflix die Serie Kingdom endlich mal gut. Vor Ewigkeiten mal angefangen. Jetzt tatsächlich noch mal endlich geschaut, komplett, beide Staffeln. Ja, war auf jeden Fall auch ganz cool, mal etwas anderer Take in das Zombies-Genre oder Infizierten-Genre, weil ist ja quasi Rampant als Serie, der Film Rampant. Und Rampant macht halt einfach Fun, ist halt wirklich Zombie-Action mit so ein bisschen politischen Sachen im Hintergrund. Die Serie Kingdom hat natürlich eher diesen Zombie-Infizierten-Kram, spielt natürlich eine große Rolle und es gibt auch Episoden, die sich sehr stark darauf fokussieren, aber unterm Strich geht es hier um die politischen Intrigen. Die stehen im Vordergrund. Ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht. Die Zombie-Szenen und so sind auch wirklich sehr cool und atmosphärisch gemacht und ist wirklich eine sehr coole Serie. Ärgert mich ein bisschen, dass man das wirklich erstmal so hinten rangeschoben hat jetzt und jetzt erst dazu gekommen ist, das wirklich mal zu Ende zu gucken. Ja, da muss ich tatsächlich demnächst, oder müssen wir tatsächlich demnächst nochmal den Film zugucken. Da kam ja dann nochmal danach ein Film, Ashen of the North oder so. Ne? Aber egal, Kingdom hat mir auch sehr gut gefallen und definitiv sehenswert, wenn ihr Netflix habt. Ja, damit bin ich an der Stelle durch. Ich
mir graut es schon davor. Ich werde wahrscheinlich wegen den vielen Unterbrechungen erst beim Rennen dann sehen, wie lang das Video ist. Tut mir leid, ne? Ist halt dieses Mal viel gesehen, viel auch ne, Mai und April gekommen. Was im April-Update nicht unterkam. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr ja, meine Neuanschaffung findet, was ihr davon kennt, was ihr davon cool findet, vielleicht auch nicht so mögt. Ne, bei der, zum Thema Watchlist sagt mir da auch gerne, ne, wie hat euch das gefallen, was, ja, wie haben euch die Sachen gefallen, die ich da geguckt habe. Wie gesagt, vieles konnte, hätte ich eh nicht in die Kamera halten können, ne, weil digital, naja, also im Stream geguckt. Ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Haut es mir alles in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und verabschiede mich an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gott verdammt! Ihr schon wieder! Verpisst euch! Das mag man doch nicht. Na, wer ist hier der Imbiss? Victor Mongo! Geht scheißen! Große, große Feuerballlume! Das macht man genauso?